Ein Stichtag für Karl Philipp Moritz, ein Mensch ohne Schein und Lüge, so hat ihn Ralf Varnhagen gekannt. Ihr Schriftstellerkollege habe eine große Sehnsucht nach dem Edlen und Ungemeinen, so hat sie gesagt. Karl Philipp Moritz, Schriftsteller, zu Fuß reisender Philosoph, bekannt bis heute für seinen Roman Anton Reiser. Heute vor 230 Jahren ist er gestorben. Das ist ein Stichtag jetzt hier von Thomas Hartmann. Er ist ein Publikumsmagnet, dieser Karl Philipp Moritz, ab 1789 Professor für die Theorie der schönen Künste in Berlin. Ihm lauschen 15 bis 20 der angesehensten Damen, weiß Alexander von Humboldt zu berichten, Minister hören ihm zu, Humboldt selbst oder die noch jungen Dichter Ludwig Tieck und Wilhelm Heinrich Wackenroder. Was da anzieht, sind Moritz' Genie, seine hinreißende Beredsamkeit und nicht zuletzt seine Biografie, die ihn von ganz unten bis hierher geführt hat. Doch nicht etwa die Aufstiegsgeschichte fasziniert, vielmehr ist es die Bewegtheit seines Lebens. Die Natur des Schönen besteht darin, dass sein inneres Wesen außer den Grenzen der Denkkraft in seiner Entstehung, in seinem eigenen Werden liegt. Eben darum, weil die Denkkraft beim Schönen nicht mehr fragen kann, warum es schön sei, ist es schön. Vielleicht weiß Moritz so viel über das Schöne zu sagen, weil er in seinem Leben viel Hässliches erfährt. Und da darf man durchaus seinen Roman Anton Reiser mit heranziehen, weil er quasi eine Autobiografie darstellt. Hineingeboren wird Moritz 1756 in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. Die Eltern hassen sich. Für den Sohn eines Militärmusikers bedeutet Kindheit vor allem Lieblosigkeit und die Prägung durch den väterlichen Quietismus. Eine mystisch-religiöse Strömung mit katholischen Wurzeln, in der die völlige Hingabe an Gott durch die Auflösung des Selbst angestrebt wird. Als er zu einem Hutmacher in die Lehre kommt, erfährt er Scheltworte und Schläge. Man lässt ihn die niedrigsten und demütigendsten Arbeiten tun. Moritz versucht, sich das Leben zu nehmen. Ein Stipendium ermöglicht Moritz nun aber den Schulbesuch in Hannover. Prediger will er werden, dann reizen ihn die Theaterbretter und er spricht vergeblich bei Konrad Eckhoff und seinen Schauspielern in Gotha vor. Moritz studiert in Erfurt und bricht bald wieder ab. Er studiert in Wittenberg und bricht bald wieder ab. Dann wird der gebürtige Hamelner als Lehrer in Dessau und Hilfslehrer in Potsdam gesichtet. Ganz offensichtlich ist Stetigkeit nicht seine Sache. Er kommt herum und 1778 schließlich an einem Berliner Gymnasium unter. Ihm mag manchmal die Fachkenntnis fehlen, aber Schüler berichten, er hätte ihren Geschmack am Denken entwickelt. Und von einem außergewöhnlichen Auftreten, etwa dass er sich auf dem Katheder der Länge nach hinregelte. Allein auf das Gymnasium beschränkt Moritz seine Energie nicht. Er steckt seine Kraft in ein Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, schreibt eine Sprachlehre für Damen, Romane, Reiseberichte. Der Lehrer reist gern und das meist zu Fuß. 1786 bricht Moritz nach Italien auf und begegnet Goethe. Die beiden werden Freunde und das hat Folgen. Denn der Werther-Autor und Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach verwenden sich für den einstigen Hutmacherlehrling, der nunmehr als Professor für die Theorie der schönen Künste überaus populäre Vorlesungen halten kann.